Ja, meine Fresse, was geht ab? Läden machen zu, öffentliche Einrichtungen machen zu, Kindergartenstätten machen zu, Schulen machen zu. Wer macht nicht zu? YouTube. Wir machen weiter. Und heute gibt's Satisfactory. Ja, und wo die Welt im Wandel ist, ist auch unser Spiel im Wandel tatsächlich. Das ist die erste Folge mit Update 3, das wir weiterspielen. Wir haben jetzt mal angefangen, hier unsere Kohle auszubauen. Ich war eben gerade nochmal fix in unserer Basis, habe geguckt, ob die ganze Produktion und so noch läuft. So mehr oder minder scheint da erstmal alles in Ordnung zu sein. Ne, ich habe nur einen schnellen Blick drauf geworfen. Was mir aufgefallen ist auf dem Rückweg, die ganzen Viecher sind wieder da, müssen wir gucken, wie wir da zurechtkommen. Ne, ich würde sagen, wir machen damit weiter jetzt erstmal hier fleißig unsere Kohle nach Hause zu schaffen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und dabei geben wir noch relativ wenig darauf, wie das aussieht am Ende. Was ist denn hier jetzt passiert? Achso, das war noch im Bau begriffen, naja. Ne, ja, gab wohl ein paar größere Änderungen, die für uns tatsächlich noch gar nicht so relevant sind. Von daher würde ich mich jetzt nicht darauf irgendwie versteifen, was so neu ist und so weiter. Ne, dafür kenne ich das Spiel auch einfach noch nicht gut genug. Ich meine aber, dass dazu gehört, dass die Kohlekraftwerke Wasser brauchen. Das würden wir gucken, wenn es soweit ist, ne? So, was wir jetzt nebenbei nochmal machen. Wir holen gleich Strom. Ne, damit wir hier nicht doppelt und dreifach rennen. Wenn wir schon mal alles dabei haben, können wir das auch gleich ready machen. Hui! Die Stromleitung kann man ja zum Glück immer irre lang ziehen. Boden zu steil. Leitung zu lang. Da sind wir. Oh, da können wir so weitermachen. Ja, und wie gesagt, meine Fresse, was ist los in der Welt, ne? Corona hat uns ziemlich alles und jeden im Griff. Ne, inklusive mir, als im sozialen Sektor arbeitend, überall werden Katastrophenpläne aufgestellt und was nicht alles. Meine Fresse, hier ist richtig Action. Ne, hätte mir das einer vor ein paar Wochen gesagt, dass das mal so kommen wird, dass ich plötzlich überall eingesetzt werden kann, nicht nur in meinem ambulanten Dienst, wo ich jetzt tätig bin. Hätte ich dem Vogel gezeigt. Ne, aber Pustekuchen. Ordentlich was los. Förderband zu lang. Jetzt schon. Haben die Länge gekürzt? Also das wäre das, was mir jetzt mal spontan auffällt. Das ging noch mal länger, oder was? Das ist doch jetzt zu teuer. Jetzt habe ich keine Eisenplatten mehr. Ah! Naja, gut. Holen wir einmal fix. Ich habe gedacht, ich hätte alles genug da, aber nichts wird's geben. Ja, was mir jetzt auf dem Hin- und Rückweg tatsächlich auch schon aufgefallen ist, die ganzen Sachen sind wieder da. Die Beeren, die Nüsse. Gibt alles wieder neu. Das heißt, wir haben wieder ein paar mehr Ressourcen zur Verfügung. Oder ich bin zufällig an welchen vorbeigelaufen, die ich noch nicht abgeerntet hatte. Das kann natürlich auch sein. So, und dann gleich müssen wir tatsächlich mal gucken, wie wir den ganzen Scheiß hier hochkriegen, ne? Also ich werde das vielleicht genauso wie mit dem da machen. Einfach hier drunter durch. Hilft ja alles nichts, ne? Ja, was ich nochmal gemacht habe, ich habe hier das wieder ans Laufen gebracht. Oh, ist das laut hier. Meine Güte. Ja, der Biokraftstoff ist jetzt fest, der Biokraftstoff. Ist ja auch schön. Hat ein bisschen neuen Skin bekommen. Ne? Sieht jetzt aus wie gepresste Biokacke. Und ja, auch so, hier hat sich, glaube ich, einiges verändert. Ne, hier dieser Awesome Shredder. Weiß ich nicht, ob ich den vorher auch schon erforschen konnte. Die Fahrzeuge hatte ich vorher, glaube ich, auch noch nicht drin. Stahlproduktion bin ich mir nicht sicher, kann ich tatsächlich nicht mehr so genau sagen. Das hier hatte ich meiner Meinung nach drin. Ne, und naja, und auf jeden Fall Förderband 3 hatte ich auch schon mit drin. Da hatte ich aber schon mal nachgelesen. Genau, man braucht Stahlträger, um die herzustellen. Und die kriege ich erst. Kriege ich die? Na, hier kriege ich sie.
einfache Produktion und ich würde tatsächlich deswegen erstmal auf Logistik 2 gehen, damit wir wenigstens die etwas besseren Förderbänder kriegen. Weil wir sonst einfach nicht die Ressourcen dafür haben. Das macht ja überhaupt keinen Sinn dann. So, was wollten wir jetzt? Wir wollten Material holen. Haben wir hier noch was drin liegen? Ne, ich will das nicht selber jetzt craften. Das finde ich arg beschissen. Dann laufe ich lieber in unsere Ladezone. Hund, was ist eigentlich mit dir los? Bist du jetzt fertig? Entschuldigt, dass ich jedes Mal mit meinem Hund quatsche, aber der hat halt nichts als Scheiße im Kopf. Ne? Pubertierender Hund. Schrecklich. So, hier haben wir ordentlich die Eisenplatten. Nehmen wir die gleich mit. Haben wir noch genug Kabel? Wenn wir schon mal da sind. Wir haben auf jeden Fall einen Haufen Kupfer dabei. Dann können wir auch gleich Kabel machen. 82. Machen wir zur Sicherheit auch noch mal ein paar. Zack. Gib ihm. Das geht zum Glück immer noch schnell. Diesen Biotreibstoff. Also gefühlt braucht man dafür jetzt länger, um den herzustellen. Ne, das macht irgendwie nicht mehr so einen Spaß, das per Hand zu machen. Daher bin ich ganz froh, dass wir da schon unsere Produktionsriegel hingestellt haben. Dass der nebenbei immer schon mal so ein bisschen produziert. So, was brauchen wir denn noch für die Förderbänder? Könnte man nicht gleich mal gucken. Förderbahn, nur Eisenplatten, das ist ja schön. Aber für den Mast brauchen wir Beton und Rohre, die haben wir in Massen dabei. Das ist ja schon mal sehr schön. So, und dann können wir uns gleich Sorgen darum machen, wo das Kohlekraftwerk hinkommt. Wow, ich finde es total gut. Endlich Kohle. Ich freue mich schon wie Bolle. Nicht mehr die ganze Zeit losrennen wegen diesem Scheiß. Na, wie heißt es? Biokraftstoff. Der geht mir nämlich übel auf den Puffer. Ne, müssen wir gucken, wie viel wir da tatsächlich rangekarrt kriegen. Ach, da sind wir ja schon. Zack. Ne, Thorsten hatte mir schon geschrieben, das soll irgendwie eine reine Quelle sein. Das heißt, da werden wir ein bisschen mehr zur Verfügung haben. Und da freue ich mich umso mehr, dann kriege ich vielleicht gleich zwei ans Laufen. Das wäre total klasse. Ne, wenn ich da nicht sowieso gleich Wasser brauche und erstmal schauen muss, wo ich das herkriege. Das steht dann auch wieder auf einem anderen, ganz anderen Blatt. So, und schon sind wir hier. Oh, gehen wir mal hier rüber. Zack. Und dann können wir hier einmal wegreißen und gucken, wie wir die Förderbänder hochsetzen. Cool. Na. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ich will ja auch zukünftig noch hochfahren können. Sonst geht mir das, glaube ich, gehörig auf den Puffer. Und dann hatten wir, glaube ich, die hier da dran. Ach komm, dieses Hin- und Hergeschalte. Das haben wir. Dann das. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen laufen. 7. 0. 7. 0. Und dann sind wir schon mal soweit. Und dann sind wir auch schon da. Jetzt ist hier fast falsch gesetzt. So, wir kommen sauber drunter durch, so lobe ich mir das. Und dann können wir schon gucken, dass wir das erste Kohlekraftwerk bauen. Wup, wup. Oh, hier sind die Pipelines auch schon. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, dann werde ich die wahrscheinlich gleich brauchen, wa? Hm. So, Kohlegenerator, oha. Die sind dezent größer, wo stelle ich denn die hin? Die kriege ich ja hier erstmal gar nicht hingepflanzt. Könnte aber hier hinten. Ich hätte ja hier noch so ein bisschen Platz, ne? Ja. Die können wir doch hier hinstellen. Ja. Das machen wir. Eisekalt. Weg damit. Platz für den Fortschritt. Boop. Gib ihm hart. Boop. So. So. Jetzt wäre der Platz. Hauen wir hier gleich unsere
Plattform ran, scheiß auf Parks, wir brauchen Strom. So, so, so. Bauen wir das noch weiter? Nö, ich glaube, so lassen wir das, ne? Obwohl, das da bündig ist. Ja, einer geht noch. Mal gucken, wie wir das mit dem Wasser hinkriegen, ob wir es überhaupt brauchen. Aber ich gehe einfach mal ganz stark davon aus. So, das letzte Grün hier auch noch weg. Keine Zeit für so einen Fuddel. Zack, hoch. Naja, müssen wir auch bei Zeit mal wegmachen. Zack. Und dann, erst ein Kohlegenerator. Wir haben sogar alles da. Und da sehe ich, glaube ich, schon den Anschluss. Ja, da muss Wasser ran. Wie uncool. Alter, das ist aber auch ein Oschi. Meine Fresse. Da muss ich ja wirklich erstmal gucken. So, halbwegs mittig. Das Sichtfeld kann gar nicht groß genug sein, denke ich hier gerade mal wieder. Ist das mittig? Ne, das ist auch nicht mittig. Wenn ich das da hinstelle, dann... Ja, dann setze ich den nächsten hier hin. Wie viel ist denn der lang? So lang ist... Alter Vater, ey. Kriegst die Tür nicht zu. Der ist so ungleichmäßig breit. So. Das kommt dann auch nicht so... Ah! Kohlegenerator. So. Gucken wir mal, ob es passt. Alter Vater, was ein Gerät. Aber der kann noch ein ganzes Stückchen da hinten. Gucken wir mal so. Und so. Ist jetzt das hier nicht passig? Das ist doch alles nicht zum Aushalten. Aber es kann auch irgendwie nicht passig sitzen. Das ist ganz schön Dreck. So. Gefällt mir das jetzt? Oh, fuck. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. Hui. Und wie wir gesehen haben, wir brauchen Wasser. Was? Alter, ihr seid auch wieder da, ja? Ist ja schön. Ja, ich bin natürlich alles freigelegt und sind die Viecher wieder zurück, ne? Das ist ganz schön scheiße. Na komm. Aber gefühlt sind sie dümmer geworden. Aber naja. So, holen wir erstmal die Kohle ran. Die schleppen wir, glaube ich, hinten rum einfach. Vor allem, das sind ja zwei Zugänge. Das ist ja voll assi. Wie regle ich denn das am besten? Also Wasser möchte ich eigentlich so wenig wie möglich hoch und runter pumpen. Von daher... gehen wohl die Förderbänder hoch. Gucken wir mal. Hier wäre... naja. Wie lang... So. Jo, kann ich gehen? Geht ja eigentlich, ne? Da kriege ich doch bestimmt Rohre durch. So, dann die 4. Kann ja erstmal hier so lang. Finde ich das okay? Eigentlich finde ich das nicht okay. Überhaupt nicht okay. So. Komm her. So toll, ich habe keinen Beton mehr. Ich werde verrückt. Dass ich das noch erleben darf. Mittlerweile läuft das mit dem Zeug ja echt bombastisch gut. So. Dann kommt der nächste hier hin. So. Zack. Zack. Dann den nächsten hier hin. Ja. Alles halbwegs begehbar halten. Und dann ziehen wir nämlich einfach nachher von da hinten das Wasser rum. So. Und das Förderband legen wir jetzt nach hier rüber. Nee, so will ich es nicht.
schön oben halten. Darüber. Ja, natürlich ist das im Weg. Super gut. Kriegen wir das darüber gezogen? Bleib locker. Geht auch nicht. Scheiße. Machen wir mal ganz hoch. Es wäre total gut, wenn man das irgendwie darüber ziehen könnte. Nee. Aber so viel kann da nicht fehlen. Jetzt mal im Ernst. Ich glaube, da versetze ich im Zweifelsfall einfach diesen scheiß Brenner. Ja. Komm mal her. Zack. 7. Kommt der einfach auf die Seite. Zack. Biomassebrenner. Zack. Nur für den. Und Treibstoff drin. 54, das sollte jetzt mal reichen. Ja. Oh, eine ganze Menge Holz hier, ne? So. Dann bis nach hier ran. 1, 2. Und dann gehen wir wieder nach hier. Nur noch 1. Können wir hier nämlich schon mal runterführen. Wohl. Mal weg. Das sieht doof aus. Dann lieber so. Und ist jetzt dein Problem? Dein Ernst? Na komm. Geht doch. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Ja, so richtig zufrieden bin ich damit, glaube ich, nicht. Nee. So möchte ich das nicht. Aber ich möchte auch keinen zwischensetzen. Wir gucken einfach mal. So, und... finde ich, wenn auch noch nicht gut, besser. So, jetzt brauchen wir Strömung. Ans Stromnetz anschließen. Du hast tatsächlich noch Kapazitäten frei, das ist ja irre. Zack. So. So. Und dann läuft gleich die Kohle an. Wupp, wupp. Und dann können wir uns ums Wasser kümmern. Die Kohle, wo eh ein Augenblick, wie sie ankommt. Von daher machen wir uns gleich die Platte. So, jetzt sollten wir... Wir sind ja hier. Kreuz und quer, ey. Seil zu lang. Zack, zack. So. Dann sollte die Kohlemine laufen. Wie sieht das denn aus hier? Wollen mich rollen, oder was? Oh, mir geht gerade der Biokraftstoff aus für die Kettensäge. Da sollten wir vielleicht bei Zeit mal was dran ändern. Und so ein bisschen was aus dem Lager holen. Aber gut. So, das rollt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, suchen wir mal nach Wasser. Ja, damit nicht. Beaver-Taschenlampe. Nehmen wir vorher Treibstoff mit. Nee. Alles cool. Wir gucken mal, wo Wasser ist. Ich glaube, cleverer wäre es gewesen, die Kohlekraftwerke dann beim Wasser zu bauen. Also was ich in diversen Facebook-Gruppen schon gelesen hatte, war... Alter, Wasserpumpen ist scheiße. Absoluter Mist. Ne? Funktioniert wohl nie so, wie sich die Leute das vorstellen. Wie viel Platz habe ich noch? Gut, dann können wir die Schnecke mitnehmen. Und von daher werde ich mich gleich wahrscheinlich dumm und dusselig ärgern. Nun, die ist ja quasi geschenkt hier, das ist ja super. Her damit. Meins.
This semi-slug seems to emit unfamiliar energy readings, which could potentially be retrofitted into fixed technology. Ja, jetzt kriegen wir halt nochmal die ganzen Nachrichten. A new research tree can now be accessed in the MAM. Das ist schön. Oh, hier will mir einer was. Aber von wo? Was ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Aber es ist kein Wasser. Von daher erstmal kackegal. Meine Güte, ist das schon wieder finster hier. Da ist Wasser. Tudu. Oh, jetzt ist wirklich einer da. Da ist er. Die Sau. Komm her. So, erledigt. Trottel. Aus dem Weg. Aber schön hier. Da ist noch eine Schnecke. Ey, hier wird man ja überschmissen damit. Das hier ist wahrscheinlich wieder Eisen. Ja, Eisenerz. Wo? Wo? Da ist er. Und musst du jetzt wirklich hinter mir irgendwie rumspringen? Also dieses Festhaken habe ich jetzt schon öfter gesehen. Im neuen Update. Das ist gefühlt vorher nicht so viel passiert. Muss ich jetzt lang? Da zu Schnecke erstmal. Ich will die Schnecke. Schnecke. Komm her, Schneckchen. Ihr werdet garantiert irgendwann noch wichtig. Also nehme ich gleich so viele mit, wie ich kann. Hui. So. Wo ein Wasserfall ist, ist auch Wasser. Da ist noch eine Schnecke. Und noch eine Schnecke. Noch eine Schnecke. Meine Fresse. Das ist auch ordentlich was. Puh, das ist alles doch irgendwie weiter, als ich mir das vorgestellt habe. Oh, oh. Boah, wie viele sind denn hier? Scheiße, noch eins. Kommt her, Jungs. So, das war der erste. Und das war der zweite. Das ging ratzfatz. So, jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie viel Wasser das Ding braucht. Oh. Ja, Pustekuchen, hier ist Wasser. Am Arsch. Hier ist Ende. Scheiße. Das sieht auch nicht so aus, als wenn ich da runter könnte. Aber wenn das Wasser da runterfällt, muss da ja irgendwie ein Fluss sein. Gehen wir doch mal gucken. Beeren. Ja, ungeplanter Erkundungsausflug hier. Und weiter als ich dachte. Und hepp. Können wir gleich die Schnecke holen. Das löppt. Wer bist du eigentlich? Njerotje Jalamanja. Ey, bleib mal stehen, ich will dich angucken. Der ist ja cool. Ich kann nicht streicheln. Guck mal her. Bringt nur nichts. Na ja gut, nehmen wir noch eine Schnecke mit. Ist auch schön. Hund! Lass das. Oh, ich hab ihn schon wieder gehört, ey. Ich hab mir auch gedacht, dass da ein zweiter ist. Wo rennt er denn hin? Irgendwie scheint mir die KI noch etwas buggy zu sein. Das lief diesmal nicht ganz so gut. Ich habe schon mal besser gedodged. Ja, damit. So, da oben muss Wasser sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Ach du Scheiße. Soll ich denn da hinkommen? Da renne ich ja ewig weit. Und noch eine Schnecke. Die kriege ich vielleicht auf dem Weg beim Wasser holen. So, ich könnte aber mal ein paar Bärchen essen. Das ist schon wieder einer. Habt ihr hier schon wieder was gehört? Oh nee, so ein Feuerding. Oh shit. Dass wir gerade ein bisschen Leben aufgefüllt haben. Erwischt. Alter, wie weit ist denn das bis zu diesem Wasser da oben? Also ich weiß nicht, ob ich wirklich von hier hinten noch Wasser holen will. Noch zwei. Alter, was ist denn los? Ja, das kommt her. So, Nummer 1.
zweite. Ach komm. Trabantelklappstuhl. So. Geht doch. Na, wie einladend hier. Da hinten gleich eine Spinne? Nee, da bin ich nicht hin. Ist das eine Spinne? Nee, ist so ein großer, ne? So, aber von hier kam doch das Wasser. Wow. Ich höre schon wieder Schnuffeln hier. So, wir schaffen uns jetzt... Oh, schön. Platinen. Was haben wir hier? Nix. Draht. Wird von dem aber jetzt wahrlich genug. Mehr Platin. Stahlbetonträger. Fein. Mehr Draht. Eigentlich Abwurfkapsel. Brauch ein Draht. Ja. Ich glaube, den haben wir. Zack. Ach, Turbodraht. Was auch immer Turbodraht ist. Ist wahrscheinlich für superschnelle Stromübertragung. Da hinten kommt das... Nee, also so weit echt nicht. Am Arsch, ey. Ich hole doch nicht von da hinten irgendwo Wasser. Bis zu meiner Base da. Das ist doch assi. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht mit. Wir gucken mal im näheren Umfeld. Das kann nicht die einzige Wasserquelle sein. Oh, das ist aber... Bolle hoch hier. So. Erst nochmal ein Nüsschen. Dass man immer einzeln klicken muss und nicht gedrückt halten kann, finde ich ein bisschen uncool, aber... Okay, das finde ich übrigens eine ganz coole Ausrüstungstasten. Finde ich ganz nette Neuerung, dass man schneller darauf zugreifen kann. So. Aber nichtsdestotrotz suche ich jetzt Wasser. Wo auch immer es auf diesem vermaledeiten Planeten herkommen kann. Ich meine, das kann ja hier hinten, da hinten nicht die einzige Wasserquelle sein. Das ist am Arsch der Heide. Laufen wir mal hier lang. Ich meine, wir können jetzt ein bisschen querfeld einrennen. Produktion läuft eh erstmal. Ne? Von daher lassen wir uns da ganz gemütlich Zeit. Was meine. Oh, was ist das? Ah, Spinnen! Ih! Oh ja. Oh, was? Noch eine? Alter, die sieht man so gut wie gar nicht. Wie ätzend. Jetzt renne ich dir aber hinterher, du Arsch. So, Nummer 1. Wo ist der andere? Da ist er. Erwischt. Noch eine. Wo? Ah! Ich meine, dieses Spiel hatte diesen tollen Arachnophobia-Modus. Also allein dafür, dass ich sie besser sehe, würde ich fast gern anmachen, ey. So. Hat sich das erledigt? Scheißviecher. So, weit und breit kein Wasser. Irgendwelche Hydroballons, die erstmal ganz cool sind. Kumpel, moin. Hm. Irgendwie? Weit und breit kein Wasser. Ich will diese blöde Beere. Komm her. Ah, hier wird's grün. Da ist Wasser. Da ist ganz viel Wasser. Okay, wir bleiben mal kurz da oben. Hier oben. Und umrunden das mal hier ein bisschen. Damit wir so ein bisschen die optische Verbindung zu unserer Basis herstellen können. Gucken, wie weit das ist. Aber ich glaube, das ist erträglich. Von wo kommen wir denn da? Das müsste dieser Weg nach unten sein, der da bei uns runterführt. Das ist eine Elektroschnecke? Ja, ich glaube, das ist das Tal. Ne, dann müsste der Weg nachher da zu unserer Basis führen. Was sagt das Inventar? Pisse voll. Könnte da runtergehen, weiß aber nicht, ob ich dann wieder hochkomme. Ja, die Schnecke kann ich auch später holen. Das ist ja ein ganz normaler Weg. Ich würde das erstmal abchecken wollen. Was ist das denn? What the fuck? Strahlung. Okay, okay, okay. Ich gehe wieder. Alles cool. Interessant.
jeden Fall strahlt es. Plutonium. Atomkraft. So, dann gucken wir mal. Checken wir jetzt erstmal meine Theorie ab. Ach, schon wieder. Kommt, Leute. Wo? Wow. Ist das ein großer? Ich glaube, das ist ein großer, ne? Okay, der mag auf jeden Fall nicht gern gebissen werden. Wow. Das gefällt mir hier gar nicht. Wie sich das gerade entwickelt. Schnell mal ein bisschen Leben tanken. Das wird hier doch noch richtig survival-mäßig. Meine Fresse. So, wo seid ihr? Na, komm her. Ach, scheiße. So, den haben wir. Wo ist der Große? Da hinten wieder. Huh. Meine Güte. Also, muss ich jetzt auch nicht haben. Oh. Das sieht mir sehr verseucht aus. Wo ist denn... Ich glaube, meine Theorie ging nicht ganz auf, ne? Das ist wohl doch nicht der gleiche Weg. Da haben wir... Okay, das ist unser Förderband. Doch, das könnte der Weg sein, tatsächlich. Aber es ist auch so irre weit. Meine Güte. Es muss doch hier irgendwo eine nähere Wasserquelle geben. Was ist das? Ist das Eisen? Eher nach Kupfer aus, ne? Ja. Dieser typisch grüne Ton. So, hier da. Dann wäre das da durchs Tal und da hinten rum. Doch, das kommt hin. Wir liefern mal ein bisschen Krams ab. Dann gucke ich einmal, was wir für die Rohre brauchen. Und für die Pumpstation. Da ist noch so ein Feuervieh. Meine Fresse. Nervt ja fast gar nicht. Wie viele Viecher hier rumrennen. Es sind gefühlt echt mehr geworden. Oder ich bin einfach irritiert, weil ich A, mehr laufe als sonst die ganze Zeit. Und B, einfach alle wieder da sind. So, aber es passt trotzdem perfekt. Dann kann ich von hier hinten das Wasser anführen. Das wäre von der Sache her optimal. Ich höre schon wieder ein. So, verpiss dich. So. Okay. Ich knulze hier hinten einfach mal einen Container hin. Transportation. Okay. Die sind ja doch schon freigeschalten. Das ist ja irre. Keine Ahnung. Signalisator brauche ich dafür. Okay. Egal. Ich lenke mich selber ab. Mit Sachen, wo ich eh noch nicht bin. Persönliche Aufbewahrungsbox. Industrieller Flüssigkeitspuffer. Kann bis zu 300 Kubikmeter Flüssigkeit erhalten. Hat einen Ein- und Ausgang für Rohre. Okay. So. Du stehst hier einfach mal kurz. Dann kommt der ganze Scheiß, den ich jetzt gerade hier irgendwie eingesammelt habe, da mal rein. Den ganzen Piss brauche ich nämlich nicht. Also viel von dem Piss. Brauche ich gerade auch nicht. Die brauche ich wahrscheinlich irgendwie. Die brauche ich auch nicht. Was ist das? Kalkstein. Muss mich verarschen oder was? Holz brauche ich auch nicht. Holz brauche ich nicht. Schrauben behalten wir mal. Die Slugs lassen wir auch hier. Und dann gucken wir mal. Eine Logistik wird das ja wahrscheinlich sein. Pipeline-Pumpe. Pipeline-Stütze. Also ich brauche Beton, ich brauche Eisenplatten. Ich brauche Rotoren und... Was ist denn das? Kupferblech. Das ist neu. Na hey, dann haben wir erstmal was ganz anderes zu tun, nämlich Kupferblech herzustellen. Das ist ja abgefahren. Machen wir erstmal Kupferblech. Und da wir hier eh Unmengen, also damit meine ich wortwörtlich Unmengen an Kupfer haben und Kupferdraht. Jetzt bin ich doch auch gerade schon wieder. Ja, hier war auch einer vorne. Ja, komm her. Komm. Na komm. Oh,
Was ist denn dein Problem jetzt? Komm her hier. Hör auf, in meiner Basis rumzurennen. Ich hau dir auf den Arsch. Da ist er. Abgefahren. Junge, leg dich nicht mit meiner Mining-Firma an. Was stehst du hier so einsam? Ach so, das war so ein Vorübergehender. So, nichtsdestotrotz werden wir hier jetzt mal so einen Splitter hinbauen. Zip. Fördermast. Fördermann Splitter. So, da ist der Eingang. Das reißen wir einmal ab. Also ich gehe jetzt einfach mal auch davon aus, dass wir das aus einem Konstruktor aus Kupferblech machen. Oder aus Kupferbahn, oder? Produktion. Da. Ja. Kupferblech aus Kupfer. Oh, ganz schön lange. Meine Fresse. Und braucht viel. Naja, gut. Halb so wild. Wir setzen hier jetzt nochmal einen Konstruktor neben. Konstruktor. Wir haben hier jetzt eigentlich eine Menge Platz wieder gewonnen, den wir eigentlich cool nutzen können. So. Und dann... Habe ich da zwei übereinander gebaut? Ist ja auch schön. Oh, es läuft. Warum habe ich das jetzt? Hätte nicht sein müssen? Okay. Egal. So. Erstmal kriegt der Strom. Und das gefällt mir eigentlich schon wieder gar nicht. Dass ich hier dann nicht langlaufen kann. Geht mir direkt auf den Puffer. Wie Hunter? Ne, da brauche ich gleich so einen Lift. Jetzt kriege ich hier eine Macke, ohne Scheiß. Jetzt kriege ich zwar erstmal eine Macke, weil ich wieder diesen scheiß Lift bauen muss. So. So. Oh, dass das nicht gerade geht, ne? Aber gut, eigentlich auch scheißegal. Wir können ja... Ja, es geht immer nur mit dem Ausgang. Das ist so nervig, ey. Also wenn einer eine Idee hat, wie man das besser mit dem Lift machen kann... Moment mal. Wenn ich das so mache... Nee, ist da wieder raus. Warum? Warum macht man das so? Das ist nicht zielführend. Aber wir können... Das ist die Maximalhöhe. Aber den können wir hier ransetzen. Können wir einmal gucken, dass es hier gerade rüber geht. Tut es schon mal nicht. Ein Stück höher. Jedes Mal kriege ich einen Krampf bei dem Scheiß, ey. Jetzt geht's bergab. Ah. So. Jetzt. Wieder zu hoch. Kann nicht angehen. Mal so. Was habe ich denn hier? Achso, ja, wird. Das bringt gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich baue ihn immer gleich hoch. Warte mal. Eins, zwei. Also da auf halber Höhe. Nach dem zweiten. Eins, zwei. Da. Jetzt aber wirklich. Komm. Weißt du was? Leck mich. Ohne Scheiß. Leck mich. Das ist ja noch viel beschissener. Alter, ohne Scheiß, diese Lifts machen mich fertig. Und zwar absolut. Und wenn ich euch nicht bräuchte,
euch weglassen. So, passt das jetzt? Geht doch. Es geht doch. So. Das weg und das weg. Und dann steht das nämlich nur mit den Lifts. Ihr Ficker. So. Dahinter noch ein Container. Logistik. Ich brauche dafür immer viel zu lange, ey. Für diese scheiß Container-Kacke. Lift-Kacke. So. Ne, den bauen wir hier hinten hin. Zack. Und dann kriegen wir auf jeden Fall erstmal Kupferblech. Tada! Strom hat er. Gut. Wir haben Kupferblech für die Pipelines. So. Dann können wir einmal gucken. Ne, können wir nicht. Ich wollte jetzt gerade ganz gerne gucken, wie viel Kohle hier kommt, oder das werde ich wohl nicht sehen. Ja, die ist schon voll, das war klar. Jo. Müsste ich hinten zur Mine nochmal rennen, habe jetzt auch keine Lust drauf. Okay. Also entweder da runter, um Wasser zu holen, was wir jetzt eh nicht machen können, weil wir zu wenig Rohstoffe haben. Oder noch ein bisschen weiter gucken, dass wir mehr Wasser finden. Vor allem näheres Wasser. Meine Güte, es ist so ewig weit weg. Ach ja, hier, noch so ein Scheiß, der mich nervt. Hier. Die Organisation sind die jetzt, okay? Ja, natürlich geht das nicht. Wenn wir hier nochmal so hochgehen, geht das auch nicht. Schön scheiße. Leck mich fett. Machen wir hier gleich nochmal Lift-Action. Logistik für der Lift. Wieso geht das eigentlich nicht? So. So. Ach komm. Nicht dein scheiß Ernst. Nicht dein scheiß Ernst. Erstmal wichtig, könnten wir hier überhaupt jetzt den Gehweg lang bauen. Ja, jetzt ginge das. So, aber wir müssen. Aber wenn ich noch näher rangehe, geht das wieder nicht. Es ist doch zum Mäusemelken. Dann lassen wir es so. Scheißegal. Und gucken weiter nach Wasser. Wacher! Meine Fresse, jetzt habe ich hier eine Stunde fast nur mit dem Rumrennen verbracht. Das ist ja unglaublich. Was hoch hier. Und bin ich 1 Millimeter weitergekommen. Und dabei suche ich einfach nur Wasser. Das ist meilenweit gar nichts. Kann mir doch keiner erzählen. Wie Wasser! Schau mal in der Kick. Gleich ums Eck. Ich werd bekloppt. Jo. Das war jetzt einfach, ne? Das war mal. Manchmal passt's. Jetzt bauen wir hier unter gleich mal auf. Stellen den Weltraumlift mal auf eine kleine Stütze. Sieben. Zack. Damit das gleich mal ein bisschen vernünftiger aussieht hier. Da lassen wir das so. Aber hier hinten mal eine Stütze hin. Ich meine, es soll ja nicht ganz unrealistisch sein, ne? Kleines Fundament darf das Ding ja haben, auf dem es steht. So, und dann geht's nach hier. Und da hat er eigentlich das. So, ja, steht auf dem Dreieck. Alles cool. Hier machen wir das Gleiche. Zack. Zack. Und dann warten wir nur noch auf Kupferrohre. Aber wir planen mal ein bisschen. Wo legen wir die lang? Wir holen das von hier. Gehen damit hier lang. Also wir können eigentlich um diesen Berg rumgehen.
Und das dann da einfach drunter durchpumpen wahrscheinlich. Guck mal, wenn man das... Ja, ich glaube, die Idee ist gut. Die Idee ist richtig gut. Das gefällt mir. Ich war mir gerade echt nicht sicher, ob die Kamera an ist, aber ja. Komm her hier. Dann gehen wir einfach hier drunter rein. Was kommen wir denn da? Hier? Warum steht mein Kohlegenerator eigentlich nicht hier? Hier ist doch Hölle viel Platz. Dann holen wir nämlich von da das Wasser und pumpen das hier durch. Ja, das ist ja unglaublich klug. Wir planen um. Zack, ab jetzt wird hier Strom gemacht. Das ist ja mal... Oh. Apropos Strom machen. Es geht hier offensichtlich nur um Strom. So, da kommt das Wasser nachher hoch. Und hier lassen wir frei. Und bauen da... mal sowas hoch. Damit wir hier auch lang rennen können. So. Kann der Generator tatsächlich wieder auf die andere Seite. Markus, du bist Planungsgenie, ehrlich. Unglaublich. So. Boah, das Ding ist einfach so bombastisch groß, ey. So. Kommst hier leider wieder weg. Und ihr auch. Ganze Scheiß umsonst. Naja, am Ende ist die Kohle nicht weg. Biomassebrenner. Nee. Rein damit. Gib dem mal gleich Strom. Oh. Das dauert jetzt ganz schön lange, bis das fertig ist. Und die müssten alle leer sein. Alter, wie viele Biomasse braucht man denn, ey? Meine Fresse, da braucht man jetzt wirklich weit mehr. So, da ist die Frage, was ist denn jetzt cleverer? Bauen wir jetzt erstmal den Generator hier hin? Ja. So. Gut, bis da kann er. Gucken, dass wir sie so nah aneinander bauen wie möglich. So, ich glaube, das wird hier generell recht eng. Das ist eigentlich eine bescheuerte Lösung, dass das beides hier reingeht. Warum kann man nicht eins seitlich machen und eins vorne? Das wird doch voll gefrickelt, das sehe ich doch jetzt schon kommen. Das wird scheiße. Das wird richtig scheiße. So. Du kommst hier hin. Und der nächste ist dann hier. Das sieht ja mal gehörig scheiße aus. Machen wir mal einen dahin. So. Das ist schon mal besser. Dann gehen wir hier langsam hoch. Obwohl bei dem einen... Ja doch, wir machen das gleich. Dann nehmen wir das hier so nah wie möglich lang. So. Dann machen wir hier noch ein. Zack. Dann müssen wir hier nachher mit Splittern arbeiten. Das geht dann nun mal nicht anders. Dann gucken wir mal. Logistik. Hier machen wir die Splitter, ja. Fördermann Splitter. Müsste dann ja hier so sein. Oh Gott, ey. Nie im Leben wird das gerade. So. Das einmal weg. Das einmal weg.
hier. Und nach da. Dann sollte das wieder gehen. Und dann ist das zu steil. Ja, natürlich! Ach, komm schon. Ah. Ja, komm. Der Einfachheit halber. Ja, von wegen der Einfachheit halber. Nichts ist damit einfacher. Aber was wir machen können, uns ein bisschen Ärger zu ersparen. Wir können ja einfach hier so längs stellen. Ja. Ich glaube, damit sparen wir uns eine ganze Menge Ärger. So schon mal gar nicht. Ein nach hinten müssen wir noch. Haben wir da genug Platz? Durchgehend? Ja, ja, ja. Ja, sehr schön. So lobe ich mir das. So, dann können wir nämlich bis nach... Ist mal richtig rum. Und dann haben wir ein bisschen Luft. So, von hier kommen nachher die Rohre. Und hier hinterlaufen die. Ja, das wird richtig gut. Das gefällt mir. Zack. Hoch mit dir. Das geht hier lang. Dann gucken wir, dass wir einen Splitter rankriegen. So. Weg und weg. Von da nach da. Von da nach da. Und von da nach da. Ja, der Shit. So habe ich es mir vorgestellt. Sehr schön. Ne, dann kann man hier nachher gleich den zweiten daneben bauen. Und wir haben genug Platz, um hier Rohre hinzusetzen. So. Jetzt brauchen wir Kupferrohre. Die werden wir einmal per Hand machen. Ich glaube, das ist einfach sinnvoller. Wie viel brauchen wir hier pro Ding? Pipeline, ein Kupferrohr. Ja, das geht ja noch. Pipeline-Kreuzung brauchen wir erst nicht. Pipeline-Pumpe. Pipeline-Stütze. Ja gut, das ist Standard. Aber womit pumpe ich das denn aus dem Wasser? Hiermit ja wohl nicht. Das ist ein Puffer. Ja, das ist so ein Pufferding. Transportation. Ne. Wasserpumpe. Ah, sehr schön. Wir haben sogar Rotoren da. Fehlt nur das Kupfer. Okay. Fein, fein. Ich bin gespannt, ob es so scheiße ist, wie alle berichten. Ja, hier ist alles durch, ne? Natürlich. Was ist hier? Achso, ja, kein Strom. Dumme Frage. Wie viel haben wir hier schon? 52, na, immerhin. Haben wir noch irgendwo Kupferbarren zwischen gepuffert? Ich habe keinen Puffer für die Barren. Scheiße. Ja. Da sehen wir mal, wie doof wir sind, ne? Oder wie doof ich bin, besser gesagt. Naja, gut. Ein bisschen was haben wir da. Kupferblech, Feuer. Oh Gott. Da bin ich ja morgen noch bei. Da bin ich in 3 Jahren noch bei. Meine Fresse, ich dachte, das hätten wir hinter uns. Wie lange haben wir noch? 5 Minuten. Ja, am Arsch. Aber richtig schön am Arsch. So, wir machen erstmal 100 Rohre fertig und gucken, wie weit wir damit kommen. Wahrscheinlich nicht sehr weit. Ich befürchte es. Aber ich will jetzt auch nicht einen Haufen Biotreibstoff herstellen, nur um den dann zu verpulvern, weil ich kein Wasser habe. Ne, es macht halt überhaupt keinen Sinn. Eher senke ich erstmal den Stromverbrauch der Biogeneratoren durch den einen Kohlegenerator. Damit wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich
Biokraftstoff sparen. Sprich, ich baue schnell Elektroautos, damit wir fossile Brennstoffe sparen. Das, was wir aktuell versuchen. Nur, dass ich es mit Kohle mache, was überhaupt keinen Sinn macht in dieser Analogie. Aber ja, scheißegal. Anderes Thema. So. Jetzt haben wir ganz viel. Ne, falls ihr irgendwer meckern will, dass ich mir die ganze Zeit ins Gesicht fasse, Leute, ich bin zu Hause und ich wasche mir nachher die Hände. Bevor ich schlafen gehe oder meine Frau anfasse oder weiß der Geier was. Ne? Also nicht mit im Gesicht rumfummeln und dann danach rausgehen, das ist irgendwie nicht so cool aktuell. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Ne, ich achte aktuell tatsächlich sehr auf Hygiene. Ne, allein schon, weil ja, das für meine Frau lebensnotwendig sein könnte. So, hier hinten war das Wasser, das war noch gar nicht so weit weg. Ich würde es am liebsten hier hochpumpen und dann schön von der Schwerkraft runter. Ja, muss ich nicht mal weit pumpen. Das ist ja geil, der Shit. Boah, ist die riesig. Meine Fresse. Das ist ja ein Gerät. So. So. Plopp. Das ist echt mal ein Gerät. Wo kriegt der Strom her jetzt gerade? Ich meine, der Weltraumlift braucht doch auch garantiert Strom. Wo kriegt der seinen her? Alter, das ist auch ein Kavinsmann, ey. So, machen wir hier einen Stolperschritt nach dem anderen. Es werde Strom. So. Strom, Strom, Strom. Kriegt der gar keinen Strom? Braucht der gar keinen Strom? Anscheinend nicht. Ja, wo holen wir die denn am besten her? Querfeld ein. Warte mal. Da ist ein Strommast. Leitung zu lang. Ja, wer hätte das gedacht? Boah, aber das was mit den Kabeln, die ich habe. Ich befürchte, es wird eng. Plopp. Oh. Zack. Passt. Wunderbar. So, das heißt, das Ding pumpt. Den ganzen Scheiß nehmen wir erstmal hier weg. Das stört hier meinen Blick aufs Wesentliche. Und dann gucken wir mal. Konfigurieren der Wasserpumpe. Keine Energie. Ja, Logo, keine Energie. So, Fließgeschwindigkeit, Durchsatz. Okay. Der kriegt nachher einfach hier einen Biogenerator kurzfristig nebengestellt, damit er überhaupt erstmal den ganzen Scheiß anschmeißt. So. Jetzt kommen wir also zur Pipeline. Ich hoffe einfach mal, dass das Ding dann auch pumpt. Bis zu einem bestimmten Punkt. So. Bis hier. So, und ich hoffe, ab hier arbeitet dann die Schwerkraft. Das wäre total toll. Wobei ich mir da tatsächlich nicht sicher bin. Setzen wir da mal so eine Pumpe ran? Eigentlich will ich das nicht. Applies 20 pressure, allowing a 20 meter vertical rise of fluids. Output fluids 300 meter per minute. Okay. Gut, erlaubt 20 meter Anstieg. So. Steht sowas ähnliches auch hier in dieser Pumpe? Wasserpumpe. Default Extraction Rate 120 Kubikmeter Wasser pro Minute. Ne, ja, das sind doch keine 10 Meter hier, oder was? Oder? Sind das 10 Meter? Also ist ja ein schöner Gedanke, ne? Aber kein Schwein weiß, wo hier 10 Meter sind. Was ist das? Ach, Strommast. So. Und hier ist es dann ja eh egal. Hier düsen wir ja runter. Nö. Das mache ich ja so nicht, ne? Da hole ich ja lieber einmal fix ein bisschen Fundament hier rüber.
vielleicht sogar eine 5er. Ja. Zack, 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 zack. Müssen wir gleich mal Beton nachholen. So. Müssen wir so doll ansteigen. Ja. So, dann machen wir mit 7 weiter. So, warum hole ich hier jetzt dieses blöde Fundament runter? Weil diese Fabrik garantiert irgendwann bis hier hinten weiter wächst. Und dann würde ich ganz gerne das alles schon mal ausgerichtet haben. Boden zu steil? Echt jetzt? Bis da geht, aber bis da nicht? Doch. Boah, ist das ein Dummfick, ey. Komm her hier. So, einmal mittig hier raufsetzen. Und zwar so. Nee. So tatsächlich nicht. Das war total dumm. Das Ding ja hier höher gebaut, damit wir höher hinaus können. Zack. Und hier hinten ist mir das dann schon fast wieder Bums. So. Na, wie weit können wir? So, dann können wir. Nee. Ah, ja, wenn man nur die Hälfte sieht, ne? So. Ja, es ist ungefähr gerade. Dann bis hier. So. Wäre noch tiefer eigentlich cool, aber okay. Ist ja erstmal wurscht. Dann müssen wir das tatsächlich wegnehmen. Damit wir da hinkommen. Zack. Zu teuer. Okay. Dann müssen wir nochmal irgendwie Kupfer ranholen. Das sollte aber auch nicht das Problem sein. Alter, ich hasse es, dass hier alles stillsteht. Ne? Ich krieg eine Vollmeise gerade. Das nervt mich wie Hulle. Vor allem, dass der Bio-Treibstoff zur Herstellung jetzt zu lange braucht. Wie kacke ist denn das? So, hast du hier noch Kupfer drin? Nee. Also Kupfer ja, aber keine... Ja. Das an Kupfer, aber das ist ja nicht die Welt. Auch kein Kupfer mehr. Du hast ein bisschen Kupfer. Und hier natürlich nichts hergestellt. Gut. Dann machen wir jetzt einmal fix Kupferbarren. Dann machen wir noch ein paar Bleche. Zack. Ja, ich weiß noch, wie ich mich die letzten Male beschwert habe. Von wegen, es gibt ja gar nicht genug. Es gibt ja gar nicht so viele Sachen, die Kupfer brauchen. Warum soll ich da so viel ranschleppen? Jetzt wissen wir warum. Rohre. Ich meine, das war ja ganz cool eingefädelt eigentlich, ne? Muss man ja auch recht klar sagen. Boah, da sitze ich. Das ist irre nervig. Zeit für Strom, ey. Und Zeit für ein Zwischenlager. Obwohl, ne, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich jetzt mein Blech und gut ist, ne? Gucken wir, dass wir nochmal 50 Rohre irgendwie zusammenkriegen. Dann sind wir doch schon fast da. Obwohl, ein bisschen mehr. Wir werden noch eine Pumpe brauchen, weil wir ja hoch müssen. Und dann gucke ich, glaube ich, gleich mal die ganzen anderen Rezepte durch. Ob da alles bei dem geblieben ist, was es vorher war. Ja, machen wir. Komm, machen wir fertig. Was soll der Geiz? Oh, Scheiße. Ich weiß schon, warum wir hier automatisieren. Auf den Scheiß. Handbetrieb hat keiner Bock drauf. So. Das machen wir mal noch auf Rohren. Beziehungsweise auf Eisen. Eisenplatten und Rohren. Jo. Ist doch weitestgehend so geblieben. Rotor. Ja. Sehr schön. Gut. Weiter geht's hier nach hinten. So.
ruhig. Meine Güte, ist das scheiße. Pipeline. Zack. So. Eigentlich hätte ich hier... Kann ich da eigentlich irgendwie die Höhe festlegen? Nee, ne? Ach, jetzt habe ich das Dings vergessen. Scheiße. Na egal. Kann ich das nur daran batschen? Das ist doch scheiße. Ah ja, so. Levelmanuell. Zack, zack. So. Dann können wir nämlich hier lang gehen. Zu teuer. Ah, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Wie ich das hasse. Manchmal bin ich einfach so schluserig, ey. Und mach Dinge nur halb. Ist schon nicht mehr feierlich. So, gib her den scheiß Beton. So. 400, das reicht erstmal. Hab ich nicht vorhin erst 300 oder 400 geholt? Was ist denn damit passiert, ey? Ich habe auch einen Verbrauch, ey. Schlimm. So. Ja, das passt doch gut. So habe ich mir das vorgestellt. So, dahin. So, dann bauen wir hier nochmal kurz weiter. Bis wir da drunter sind. Dann tauschen wir das hier aus. Gegen den. Na. Genau. Zack. Feinify. Und hier können wir eigentlich direkt gerade hochpumpen. Da brauchen wir uns gar nicht so die Sorgen machen. Zack. Bis. Hier machen wir es hier. Dann hauen wir hier mal so eine Pumpe ran. Brauchen wir auch noch zwei Rotoren für. Ich krieg den Abfuck hier. Meine Fresse. Wieso denke ich eigentlich nur an die Hälfte? Hoch da jetzt. Komm, Macker. Lass. Vor allem das am anderen Ende meiner Fabrik. Jetzt ein Auto haben, ne? Es wird dreimal schneller gehen. Aber nein. Friss mal ein paar Nüsse. Zack. So. Gut, dass ich da die Produktion schon angeleiert habe. Brauche ich die Wesen noch rausholen. Teil hier, ein Teil dahin. Das sind die versteckten Eisenplatten. Na, das geht doch schon mal. Füllen wir einfach auch gleich mal auf. So. Aber von jedem fast ein Stack. Also von einem haben wir ein Stack, vom anderen nicht. So, und ich sehe es schon kommen, das Kupfer wird nicht reichen. Denn ich habe da nur noch irgendwie 33 und das ist irgendwie bedeutend weniger. Huh. So. Da sind wir wieder. So, dann haben wir da mal eine... Okay, das Ding ist ganz schön groß. Und braucht tatsächlich Strom. Das ist ja scheiße. So will ich das nicht. 1, 2. So ist besser. Ich meine, sieht ja schon cool aus, ne? Muss man ja sagen. So, jetzt ein vertikales Rohr. Die Frage ist, gibt es vertikale Rohre? Das wäre ja auch mal gut, ne? Wahrscheinlich nicht. Vermute ich einfach mal. Pipeline-Stütze. Und dann... Nee, das will ich jetzt ausprobieren. Wie krass steil kann ich das hochmachen? Das möchte ich wissen. Ich meine, eigentlich ein Rohr kann man 90 Grad fertig. Zu erwarten. Ist jetzt einfach ein bisschen nah dran, ne?
ich mach da jetzt hier. Kann ich da halt rauf und runter laufen. Ist das für alles, alle ein bisschen angenehmer. So. Zack. Hier hin. Vor allem alles in diesem Wasserkreislauf braucht Strom, ey. Das ist ganz schön assi. So, so. Dann haben wir hier tatsächlich Wasser. Wer hätte das erwartet? So, das Ding braucht noch irgendwoher Strom. Ja, vom Kohlegenerator. Der dann irgendwann mal produziert. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Oder ob ich davon... Boah, ich kann nicht mal rüberspringen, ey. Wie assi ist das denn? Das wird dann nachher mit dem Bauen richtig scheiße. Nee, die will ich nicht. Hier waren noch diese Treppen. Wo sind die denn hin? Da. Treppe links. Ja, wow. Das ist ja ultra hoch. Meine Fresse, ey. Manchmal zweifle ich. Aber gut. Logistik, Pipeline und dann. So. Das steht auf jeden Fall. Hier geht es die ganze Zeit bergab. Also wehe, das funktioniert nicht mit dem Bergab. Ne? Dann kriege ich eine Macke. Jetzt machen wir da hinten einmal einen Biomassebrenner hin und dann will ich sehen, ob das Ding läuft. Das spare ich mir jetzt nicht bis zur nächsten Folge, echt nicht. Habe ich da... Ja, alles wieder dabei. Bisschen Biomasse mache ich mir da hinten fertig. Und dann will ich doch mal sehen, ob das Ding anläuft. So. Ich meine, die Pumpe sieht ja schon ganz cool aus, ne? Ich meine, die hat nicht sonderlich viel Leistung. Das nervt mich ein bisschen. So. 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 Bisschen Ordnung muss sein. Biomassebrenner. Ich sage, also es wäre leichter gewesen, die Kohlekraftwerke einfach hier hinzustellen. Möchte ich einfach mal behaupten. So, geh mal weg hier. Weg! Du kriegst von dem Strom und... Nee, das ist ja... Das ist dumm. Wir brauchen... Hä? Warum ist denn jetzt der Strom wieder ausgegangen? Hier war die ganze Zeit kein Strom. So, du gibst hier hin Strom und du hier hin. Das Ding wird nämlich jetzt auf Dauer alles mit Strom versorgen, was hier mit dem Wasser zu tun hat. Zumindest vorerst. Ne, vielleicht mache ich da auch nochmal irgendwann einen Kohlegenerator hin. Ich weiß es noch nicht. Oh, hier so ein Perpetuum Mobile. Jetzt gehen mir doch echt noch die Kabel aus. Ich krieg ein zu viel. Meine Güte. Wehe. Doch, das reicht nicht. Das wird super. Kabel zu lang. So, jetzt kommen wir ja wahrscheinlich schon an die Pumpe ran. Dann machen wir erstmal das Kabel weg. Ja, genau das hier. Mach es weg. So. Zack. Zack. Sehr schön. Dann holen wir jetzt ein bisschen Biotreibstoff. Den müssten wir eigentlich hier jetzt im Container sogar drin haben. Und dann... Oh, dieses Rohr, ey. Ich kann es eigentlich auch weiter unterirdisch laufen lassen, oder? Obwohl, irgendwann muss ich hier hoch. Wie viel ist denn hier mittlerweile drin? Hä? Willst du mich rollen, oder was? Wieso hat denn der nicht produziert? Produktion, Rezept auswählen. Bist du bescheuert? Mach da Biotreibstoff draus.
Wieso laufen denn hier Kabel lang? Alter. Ist doch alles nicht wahr. Die ganze Zeit habe ich gedacht, gut, ja, nachher werden wir ein bisschen was haben. Tütüdü am Arsch. Also manchmal kriege ich eine Macke, ey. Ja, so viele Früchte brauchen wir nicht und die Blüten brauchen wir auch nicht, so. Jetzt kommt der ganze andere Scheiß da raus. Das auch weg, 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 so. Und jetzt sieh zu, dass du was herstellst. Jetzt mache ich hier wieder händisch, Alter. Also ich dachte auch, das Spiel erkennt irgendwie, was da wohin soll, ne? Naja gut, man kann nicht alles haben. So, die eine Pumpe sollte auch gar nicht so viel Strom brauchen, beziehungsweise die zwei Pumpen sind sie ja. Klick, klick, klick. Wir nehmen einfach mal 100 Biotreibstoff mit. Das sollte eine ganze Weile halten. Ne, also hier vorne, der Generator hält ja auch ewig und drei Tage. Ja, und dann werden wir langfristig mal gucken, dass wir für die Wasserproduktion tatsächlich eine Kohleproduktion hochziehen. Und das einmal separat vom anderen Stromkreis läuft, damit wir sämtliche Wassersachen irgendwie autark haben. Ne, weil klar, kommt kein Wasser, kommt kein Strom, kommt kein Strom, kommt kein Wasser. Das, da drehen wir uns sonst am Ende im Kreis. Wie lange? Jetzt sind wir schon Viertelstunde drüber. Aber meine Güte. Heute darf das mal. So. Und ich will jetzt wissen, ob mein scheiß Kohlekraftwerk läuft. Das auch noch Strom braucht. Verdammte Axt. Kann ich denn das anbringen? Das wäre vielleicht auch gut, ne? Dass den Strom irgendwo mal hinliefert. Da oben noch Platz? Ja, das tut's. So. Ich könnte jetzt hier einen echt gemeinen Cliffhanger machen und fragen, hey, wird das beim nächsten Mal laufen? Was denkt ihr? Schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Aber ich mach's nicht. Ich hasse Cliffhanger. Ne, Cliffhanger haben dafür gesorgt, dass ich bereits nächtelang irgendwelche Serien geguckt habe, obwohl ich hätte lieber schlafen sollen. Und deswegen tue ich euch das nicht an. So. Also ich befürchte fast, dass ich hier wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Pumpe vorsetzen muss. Aber gut, wir werden sehen. So, oha, frisst er doch ordentlich. 20 Watt zieht die Pumpe? Alter Vater, ist aber ordentlich. Okay, klingt erstmal gut. Klingt erstmal sehr gut. Oh ja, einmal auch durch. Current amount, an extractor, nix, nix, nix. Fließgeschwindigkeit, ja, okay, er führt das weg. So, und wenn das da hinten ankommt, sollte ja... Okay, aber er baut nicht so richtig Druck auf, ne? Warum nicht? Maximaler Durchfluss 600. Aber gut, er muss ja theoretisch erstmal das Rohr voll machen. Bevor hier irgendwas geht. Okay, Rohrsegment gesamt. Okay, hier ist Wasser drin. Wie ist hier? Hier ist nur noch Halbwasser drin. Momentane Menge an Rohrleitungen. 16,1 Kubikmeter ist. Wie viel haben wir dann hier? Ja, natürlich. Ach, komm schon, ey. Ist das eisig wahr? So. So. Zack. Und hier ist gar nichts mehr drin. Flusch. Okay, Fließgeschwindigkeit. Wahrscheinlich, weil es hier runterfliegt. Okay, wir gucken mal, ob was ankommt.
Das machen wir mal ganz stumpf jetzt. Kommen wir noch sonst eh nicht mehr rauf. Zack. Ich hasse Wasser, ganz ehrlich. Also in allen Lebenslagen. Weder gehe ich gern schwimmen, noch baue ich gern an Rohren rum. Kommt ja kaum was an. Fließgeschwindigkeit 60 Kubik. Was haben wir hier? Hier ist alles voll. Fließgeschwindigkeit eiert irgendwo da unten rum. Was hast du? Gar nichts. Headlift is exceeding recommended level. Okay. Hier ist voll mit Wasser. Flusch. Okay. Arbeitet hier wieder. Und zwar voll Lotte. Pumpt das Ding wieder voll. Okay, aber offensichtlich läuft's. Und liefert ordentlich Strom. Und zwar richtig ordentlich. Hat genug Wasser, hat genug Kohle, läuft nicht auf 100%. Ich weiß nicht warum. Hat genug Kohle eigentlich da. Aber hey, damit haben wir wieder Strom. Damit läuft tatsächlich alles wieder. Wie geil ist das? Wupp, wupp. Trotzdem hier einige leergebrannt sind. Also viele leergebrannt sind. Geiler Shit. Hier sind auch schon wieder fast 200 drin. Das heißt, wir können dann nachher wieder einen befüllen. Und eigentlich hätte ich, glaube ich, ganz gern... gleich ein zweites Teil daneben. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich hoffe, die Produktion an Kohle reicht. Das wird sich zeigen. Zu teuer. Was fehlt denn? Kabel. Ja gut. Habe ich mir fast gedacht. Jetzt haben wir 145 Megawatt Kapazität. Das ist eine ganze Menge. Das ist wirklich eine ganz schöne Menge. Also wird dich jetzt erstmal wieder ab hier hinten. Brauchen wir eh nicht. Oh. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr im Inventar für Kohle. Ne, was ist denn das? Was fehlt denn hier? Ja. Ist doch eigentlich scheißegal, Leute. Das ist ein bisschen Metall. Drauf geschissen. So. Jetzt müsste ich mir doch eigentlich wieder einen Kohlegenerator leisten können, oder? Nö. Fehlen immer noch Kabel. Na gut, holen wir halt ein paar Kabel. Eigentlich müsste ich Feierabend machen, Leute. Aber ich bin gerade echt heiß auf noch einen zweiten Generator. Einfach nur zum Haben. Wie ich so bin, ne? Den will ich da jetzt noch dran haben. Zack, 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 zack. Das sollte reichen. Es läuft echt alles wieder. Mit einem Kohlegenerator. Krasser Shit. Der fängt hier fast alles ab. Das ist echt übel. Ich hoffe, ich kriege hier drei Stück nebeneinander. Dann kommt da ja schon mal ordentlich was zusammen, ne? So. Ja, da passen locker drei hin. Sauber. So. So ein Kreuzungsstück hier. Ach, das sieht man so scheiße, ey. So, ich glaube, das geht gerade raus. Ja. So, gleich ist wieder Ruhe. Sehr schön.
Ach, jetzt geht's, ja? Ist doch alles assi hier. Kupfer. Ich hab nicht genug Kupfer. Oh, das war vielleicht ein großer Fehler. Jetzt sieht das mit Strom nämlich vielleicht gleich wieder erledigt. Ja. Nein, 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 nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Haben wir noch irgendwo Kupfer rumliegen? Kupferbahn, Kupferbahn, Kupferbahn. Ja, ein paar haben wir noch. Was ein Glück. Weg damit und weg damit und her damit. Oh, wir haben noch Kupfer rumliegen. Naja. Ein Glück werden diese scheiß Kupferbleche jetzt produziert, ey. Weil das geht mir echt auf den Zünder, die zu machen. So, wieso läuft überhaupt noch alles? Wieso hat das Kraftwerk noch Wasser? Ah, es baut sich langsam ab, okay. Das heißt, wir haben ein bisschen Puffer. Gehen einmal nach innen. Zack. Jetzt müsste ja wieder... Ach, komm schon. Scheißegal. Ist das alles nervig. So, tada, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oh, meine Fresse, ey. Gut. Wasser steigt. Der hat auch genug. Renne ich halt das Fließband hoch. Bin dann hier und bin auch wieder unten. Mann, ey, ist das eine Scheiße. Gut, so. Na, wie mich das jetzt ja mal nervt, ne? Hier alles krumm und schief, ey. So. Rohr von da nach da. Dass man hier nicht einfach ransetzen kann, ne? Natürlich geht das nicht. Wäre auch zu schön, wenn das gehen würde. Das ist ja ein Gefrickel. Okay, aber hier vorne ungefähr muss das... Echt jetzt? Das geht nicht? Weil da dieses scheiß Messteil ist. So. Du hast noch Wasser, hoffe ich. Oder kriegst du noch Wasser? Ach, komm schon. Ja. Mal schauen, wie es ist. Ey, ist das ein Abfuck, ey. Meine Güte. Okay, unser Kohleverbrauch scheint erstmal nicht so hoch zu sein. Denn das Förderband steht still. Und zwar eisekalt. So, Förderband Splitter. Zack. Von da nach da. Und von da nach da. Zack. So. Kommt hier schon mal Kohle an. Dann müsstest du auch gleich anlaufen. Gut. Irgendwo an Strom ran. Ich glaube, ich sollte das hier hinten nochmal tatsächlich sammeln. Mit den Strommasten. Das kriegt gleich nochmal böse Ärger. Ja. Macht aber gar nichts. Dann gehen wir von hier nach da oben erstmal. Zack. Gib ihm. 220 Watt Kapazität. Whoop. Der Shit, ey.
Du läufst auch? Du läufst auch. Wie geschnitten Brot, ist das geil. Da können wir jetzt ordentlich ausbauen. Und die ganzen Scheißdinger hier kann ich mir nämlich fast klemmen. Ja, komm. Mach den Scheiß da rein von mir aus. Ne, weil die hier liefern gar nicht mal so viel. Ne, irgendwie was? 30 Watt. 30 Megawatt. Das heißt, das hier sind 30, 60, 90, 120, 150, 180 plus 60 sind 240. Das die liefen in 240 Watt? Und die nix? Oder was? Achso. Wie ist denn hier unser Maximum Output? Das wüsste ich halt schon ganz gerne. Achso, der liefert 75 Watt. Ja, könnte ich fast vier von den anderen Dingern vom Netz nehmen. Aber brauche ich ja gar nicht. Die brauchen jetzt wesentlich weniger Strom hier. Oder fressen wesentlich weniger. Ja, von wesentlich weniger. So viel weniger ist es gar nicht. Nehmen wir noch ordentlich was weg. So. Beim nächsten Mal, mache ich es beim nächsten Mal, ne, ich mache es bei diesem Mal tatsächlich noch. Ja, der Generator da hinten läuft jetzt natürlich die ganze Zeit mit. Aber den müsste ich ja jetzt immer wieder auffüllen. Das heißt, ich werde jetzt quasi einen Kurzschluss einbauen. Was eigentlich total dämlich ist, aber ich habe auch keinen Bock, jedes Mal da hinten aufzufüllen. Weil der frisst, also mit 20 Watt frisst die Pumpe denn doch ganz schön ordentlich. Echt hart über länger, 1,5 Stunden. Ihr könnt euch freuen. Oder weinen. Oder keiner guckt's. Oder was der Geier. Den ist wahrscheinlich schon, ja, schon gut runter. Die Hälfte schon weg. Aber der Scheiß läuft. Wir haben Kohle. Wie geil ist das? Ja, wir haben gefühlt gar nichts geschafft. Ne? Aber dann doch wieder ganz schön viel. Denn wir haben jetzt ficky ficky fickfuck Kohlekraft. Wie gut ist das? Und das hat relativ komplikationslos geklappt tatsächlich sogar. Ne, ich habe da nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, ich habe hier mit den Rohren tatsächlich viel mehr Probleme. Aber das funzt ja einwandfrei. Ne, also dafür, dass alle gesagt haben, die haben damit so großen Ärger. Mit der Größe habe ich tatsächlich echt, das nervt ein bisschen. Aber mit dem Rüberpumpen und hast du nicht gesehen, einwandfrei. Kann ich meckern. Ne? Also ich weiß, mit den Füllständen hier kann ich immer noch nicht so viel anfangen. Ah, hier ist jetzt voll. Wie ist bei den anderen? Jetzt ist überall voll. Ist ja auch strange, ne? Vorhin war hier noch alles halb leer. Aber einmal dieses Flush und dann lief der Scheiß. Musste einmal freigespült werden, der Scheiß. Oh, alles dicht. Sauber. Das fließt mal so, ist auch interessant. Woran liegt das? Die nächste Frage ist, kann der See leer werden? Aber nö. 120 Kubik. Der könnte also noch... Tatsächlich nochmal zwei Generatoren... Nee, der ist am Maximum. 50 braucht einer. Und der lief wieder 120. Ne, also wenn ich noch mehr wollte, müsste ich noch eine Pumpe installieren. Aber egal, ich wollte Feierabend machen. Leute, ne, wir sind bei 1,5 Stunden. Leck mich fett. Das war eine schöne Ablenkung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, diese ganze Corona-Nachrichten-Scheiße die Woche, die macht mich ein bisschen fertig. Geht mir alles ein bisschen auf den Sack und drückt mir aufs Gemüt und alles Mögliche. Und da ist Satisfactory einfach ideal. Da kann man so schön drin versinken. Und es hat mich gerade wunderbar abgelenkt. Und ja, deswegen umso mehr. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo, gebt mir, keine Ahnung, Kommentare. Kommentare finde ich am coolsten. Bisschen quatschen. Ne? Und ja... Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Ne? Lasst den Kopf nicht hängen.
Quarantäne heißt mehr zocken, mehr Let's Plays, mehr YouTube, mehr Prime, mehr Netflix, scheiß auch drauf. Ohne Scheiß, wäre vor 20 Jahren der ganze Piss gewesen. Da wären wir echt angefressen gewesen, ne? Weil da war noch nicht viel mit DSL und Hochgeschwindigkeitsinternet und Videotelefonie. Heute geht das in Sachen sozialer Isolation eigentlich ganz gut. Jetzt mal ganz im Ernst. Ne, also macht keinen Scheiß, geht nicht so viel raus, haltet euch alle ein bisschen zurück. Ne, wären noch ein paar anstrengende Wochen für uns alle. Und genießt einfach irgendwelche schönen Videos, die ihr findet. Und quatscht mit euren Freundinnen, quatscht mit euren Kindern, geht mit euren Kindern in der Wohnung spielen. Man hat mal ein bisschen Zeit, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ist doch auch was Feines. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich danke euch fürs Zugucken. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.